Hi, hör mal eben den Unterschied hier in meinem Mix. Achte mal auf die Vocals. Einmal ohne. Und einmal mit. Ach, beim zweiten, da standen die Vocals viel konstanter im Mix, oder? Ja, wieder mal ein Kompressortrick hier im Recording-Blog, aber ein cooler Kompressortrick, den ich schon fast wieder vergessen hatte, bis ich ihn neulich mal wieder bei Andrew Scheps gesehen habe. Das Besondere an diesem Kompressortrick ist, dass selbst Ungeübte diesen eigentlichen Profi-Trick ganz einfach und schnell in der eigenen DAW umsetzen können für bessere Vocals. Aber erstmal schön, dass du überhaupt dabei bist, wieder bei einem weiteren Video im Recording-Blog. Diese Reihe hier, die heißt ja Mixpraxis und von der gibt es mittlerweile über 150 Folgen hier bei YouTube. Falls du also noch nicht alle Folgen kennen solltest, dann blende ich dir am Schluss von diesem Video mal eine Playlist ein und da kannst du dann alle anderen Folgen nochmal gucken, so eine Art Binge-Watching quasi hier im Recording-Blog. Da gibt es natürlich dann auch jede Menge zur Bearbeitung von Vocals und von Kompressoren und in diesem Video gibt es halt beides mal zusammen. Und das Coole an diesem Trick ist, dass du beim Einstellen vom Kompressor quasi nichts verkehrt machen kannst. Ich zeige dir mal warum. Einen Moment. Das Zauberwort ist nämlich hier Parallelbearbeitung. Wir bearbeiten also nicht das Hauptsignal, also hier jetzt die Stimme von Gysi, der Sängerin von The Small Machine, sondern wir schicken das Ganze einfach mal auf einen parallelen Bus und laden da dann einen handelsüblichen Kompressor rein. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den 1176 von Studio One genommen, der mitgeliefert wird. Der ist kostenlos in Studio One enthalten. Es geht aber natürlich auch jeder andere Kompressor. Wichtig ist nur, dass du ihn so einstellst, dass er richtig tüchtig komprimiert. Hören wir doch mal kurz rein, wie das hier klingen darf. Ich nehme mal den 1176 hier von Studio One und mach den mal ein bisschen lauter, damit du hören kannst, wie stark das tatsächlich komprimieren darf. Also solo klingt die Stimme dann auf dem parallelen Bus wie folgt. Kannst du ruhig richtig reingeben hier, noch ein bisschen mehr. Die Einstellungen, die ich vorgenommen habe, sind wie folgt. Ich habe den 1176 hier auf 8:1 gestellt. Dann habe ich hier die Attack-Zeit auf mittlere Zeit gestellt, die Release-Zeit auf eine schnelle Release-Zeit. Kannst aber auch ein bisschen rumexperimentieren, geht auch eine mittlere Release-Zeit. Und dann habe ich den einfach so eingestellt, dass der hier wirklich zwischen minus 10 und minus 20 dB komprimiert. Also wenn wir hier starten, siehst du, dass er richtig schon drauf geht. Und es klingt auch ziemlich kaputt, aber es geht auch gar nicht um dieses Signal, denn das wird ja nur parallel dazu gemischt zu unserem Hauptsignal. Das heißt, wir haben hier den Bus, ich habe hier die Stimme und habe die per Send einfach auf diesen Bus geschickt und auf dem Bus dann quasi hier den Fat Channel draufgeladen mit dem 1176, den wir gerade gesehen haben. Wie gesagt, geht jeder andere Kompressor auch, den du hast. Hauptsache er komprimiert tüchtig. Und wenn wir den jetzt mal runterziehen, schieben wir den einfach mal parallel jetzt dazu. Das heißt, ich lasse den Mix mal laufen und schiebe einfach mal so nach Gefühl jetzt dazu, bis ich den Eindruck habe, dass selbst die leisen Teile von der Stimme nicht mehr absaufen gegen den Mix. Ne? Dann hören wir mal. AB-Test. Wird natürlich auch ein kleines bisschen lauter, weil wir Signal dazugeben, aber achte mal speziell hier auf diesen leisen Part, der hier vorne ist, wenn es an ist. Hier dieser Teil, der neigt dazu, ein bisschen abzukacken, wenn ich das so mal sagen darf. Und vor allem hier dieser Teil, wo dann hinten raus ein bisschen die Luft ausgeht, da wird es dann auch ein bisschen leiser. Und wenn ich die parallele Signalspur dazugebe, dann wird es wirklich passend. Also, wir machen nochmal einmal ohne. Mit. Also einfach das Signal auf eine parallelen Busspur, auf einen parallelen Bus schicken, Kompressor drauf, tüchtig komprimieren, nach Geschmack dazu schieben und schon bleiben deine Vocals immer da stehen, wo sie auch tatsächlich hingehören, nämlich vor dem Mix. Das Ganze kannst du nachspielen, probier es auf jeden Fall aus. Wissen ist ja nicht können, deswegen auf jeden Fall ausprobieren. Und wenn du nicht genug kriegen kannst von der Mixpraxis, dann findest du hier noch jede Menge andere Videos zum Stöbern und zum Binge-Watchen. Wir sehen uns die Tage, mach's gut und Yassou!